Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Michaelas Welt. Ja, und es ist jetzt hier der 23. Mai und wie ihr seht, habe ich eine große Zahnlücke. Ja, ich war letztens beim Zahnarzt und musste mir den Zahn hier rausmachen lassen. Ja, das war schon länger geplant, habe es immer wieder rausgeschoben und naja, jetzt habe ich es dann doch machen lassen. Wie ihr seht, ich bin am See und ja, bin jetzt ein bisschen spazieren gegangen. Nachdem ich ja doch vor knapp 3,5 Monaten ja die zweite Hüfte hier habe machen lassen. Und ja, heute war ich im Krankenhaus, also ich habe heute einen Tag Urlaub genommen. Und ja, mir geht es soweit ganz gut. Es ist alles bestens geworden. Klar, es tut noch ein bisschen weh, aber die andere Seite vom letzten Jahr tut auch noch weh. Ich denke, das bleibt so. Es ist halt doch eine Prothese, was ich da jetzt drin habe. Ja, nichtsdestotrotz bin ich ganz zufrieden. Ich bin wieder beim Arbeiten, schon seit jetzt in der vierten Woche und ja, das klappt auch soweit ganz gut. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte mich mal hinlegen oder sowas, aber gut, das geht halt leider nicht. Ja, ansonsten, ja, ich hoffe, euch geht es auch allen gut. Ich werde euch noch ein bisschen ein paar Bilder zeigen, wie es in der Reha war und noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, wie ihr sehen könnt, war ich im Krankenhaus und ich habe vorhin, glaube ich, nicht ganz genau gesagt, warum ich im Krankenhaus war. Genau, ich habe auf der linken Seite ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Letztes Jahr habe ich ja schon auf der rechten Seite eins bekommen, so dass ich jetzt auf beiden Seiten ein künstliches Hüftgelenk habe. Und ja, die Operation war im Februar, Anfang Februar, so dass ich kompletten Februar bis Anfang März in der Krankenhaus und in Reha war. In der Reha war ich 3 Wochen in Bad Salgau und ja, das war alles ganz gut dort, war eine schöne Zeit, hat mir sehr gut geholfen, da wieder auf die Beine zu kommen, ganz wörtlich gesprochen, weil ja, nach so einer Operation ist dann halt eben doch erstmal ja alles ein bisschen anders. Es ist auch jetzt nach der Operation und nach der Reha und nach mehreren Wochen Rehabilitation, also wieder und auch ja, eben Training und Übung und Abheilen der ganzen Sache, ist es halt doch noch nicht ganz perfekt. Und auch die andere Seite, die ich letztes Jahr habe machen lassen, war nicht oder ist noch nicht so, wie ich mir das eigentlich gerne wünsche. Aber wahrscheinlich wird sich das auch nicht groß ändern. Es ist halt eben doch eine Prothese, die halt ja sich anders anfühlt als das eigene echte Gelenk, meine ich. Ja, jedenfalls, Reha war, wie gesagt, sehr, sehr gut. Habe ich ja schon gekannt vom letzten Jahr. Die Reha-Einrichtung da in Bad Salgau liegt zwar ein bisschen auf dem Land, es ist sehr weit, sonst nichts außenrum, außer Landwirtschaft und viel Landschaft, aber wenigstens bietet die Reha-Klinik ein relativ gutes WLAN, sodass ich da nicht von der Welt abgeschnitten war, was mir wichtig war. Und auch sonst war die Versorgung von ja mit Übungen, mit Physiotherapie und so weiter sehr, sehr gut. Einzige, was ich nicht machen konnte, war leider ins Bewegungsbad gehen, weil ja die Wunde war eben bis fast zum Schluss der Reha noch ein bisschen krustig, war noch ein bisschen Schorf drauf, so dass ich von daher von ärztlicher Seite leider nicht ins Bewegungsbad durfte. Aber ansonsten durfte ich sonst alles andere machen. Ich habe auch Glück gehabt, ich habe mir keinen Norovirus zugezogen. Das war auch blöd, weil während der Zeit, wo ich eben in der Reha war, ist wohl eben ein Virus rumgegangen, eben wohl auch Verdacht auf Norovirus. Und jeder, der ein bisschen mit Magenverstimmung geklagt hatte, war dann sofort mindestens 2 Tage in Quarantäne, durfte das Zimmer nicht verlassen, also wirklich ganz streng mit, man durfte nicht raus, Essen wurde aufs Zimmer gebracht und, also da waren sie ganz, ganz streng und plötzlich, da gab es neben auch ein paar Sachen nicht mehr, eben wie so Vorträge, die sonst regelmäßig stattgefunden hätten und damit anfangs natürlich auch oder auch so Sachen wie eine Salatbar, die haben sie auch abgeschafft, eben aus gewissen Gründen und ich habe auch gemerkt, ja, ich habe dann angefangen, wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs war, sofort die Hände zu waschen, mir selbst die Hände zu desinfizieren und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema. Mich hat es zum Glück nicht erwischt, aber doch auch eine von uns am Tisch. Wir haben da feste Sitzplätze gehabt, waren nette Leute, die ich da kennengelernt habe, war eine ganz gute Truppe, 4 Frauen. Ja, also mir geht es soweit wieder gut.
ich habe das alles soweit ganz gut verdaut und ich denke, ich bin auf einem guten Weg, denn ich werde ja im Oktober wieder nach Japan reisen. Den Flug habe ich gebucht, den habe ich also, als ich in der Reha war, gebucht und das Hotel habe ich auch schon davor gebucht gehabt. Das Hotel habe ich nur nicht bezahlen müssen, das ist ja, habe ich über Booking.com gemacht. Das Hotel habe ich wieder in Shinjuku in Tokio, wie vorletztes Jahr. Ja, fliegen tue ich auch wieder mit Lufthansa. Der Flug ist, wie gesagt, gebucht, der ist bezahlt. Im Oktober geht's los und da freue ich mich natürlich drauf. Ja, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Das sollte nur ein kleines Update sein, wie es mir geht, dass ich noch lebe und alles bestens ist soweit. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, was hoffentlich nicht so bald, demnächst sein wird, genau. Also, bis dann, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Danke.